Und die angesprochene Professor Ulrike Protzer von der TU und dem Helmholtz-Zentrum in München ist heute Abend hier. Guten Abend, Frau Professor Protzer. Und bei uns auch jemand, der für die FDP maßgeblich an diesem Koalitionsvertrag mitgeschrieben hat. Wahrscheinlich der nächste Verkehrsminister, Volker Wissing. Schön, dass Sie da sind, Herr Wissing. Wir reden, bevor wir über die FDP und die Koalition reden, wirklich über Corona und über das, was Markus Söder gesagt hat. Stimmt es? Die ganze Wissenschaft und alle Virologen haben die Welle nicht so kommen sehen? Haben sie unterschätzt? Wenn man sowas hört, wird man als Wissenschaftler immer erst mal nachdenklich. Ich würde sagen, also nicht sauer? Überlegt sich, okay. Nachdenklich, überlegt sich, stimmt es oder stimmt es nicht? Und dann haben wir uns natürlich zusammengetan, haben die Fakten geschaut und haben festgestellt, wir haben schon gewarnt. Wir haben im Juli gewarnt, wir haben im August gewarnt, wir haben im September gewarnt. Es gab Artikel in der Süddeutschen Zeitung dazu, dass mehr geimpft werden muss. Es gab Interviews im Corona-Spezial. Herr Drosten hat in seinem Podcast gewarnt. Herr Wieler hat jede Woche eine Pressekonferenz abgehalten und die Prognosen und die Zahlen berichtet. Aber wenn man jetzt überlegt, warum wurden wir nicht gehört, warum? Muss man vielleicht selbstkritisch sagen, vielleicht waren wir nicht laut genug. Ja, oder die Politik, Herr Wissing, hat tatsächlich nicht hingehört. Wir haben ja gerade den Arzt gehört aus Fürth, der sagte, Sie waren mit sich selber beschäftigt. Sie haben Wahlkampf gemacht, Sie haben jetzt die Regierung gebildet. Wollte die Politik nicht hören in diesem Sommer und in diesem Herbst? Doch, die Politik wollte hören, aber die Ratschläge waren vielstimmig und sehr unterschiedlich. Das ist keine gute Situation. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir jetzt diesen Krisenstab haben, den permanenten Krisenstab, der täglich evaluiert. Und wir brauchen gleichzeitig auch ein Expertengremium, das kontinuierlich die Situation berät und auch untereinander abstimmt und dann der künftigen Bundesregierung täglich Vorschläge macht, was ist zu tun. Wir müssen die Dinge präziser und fortlaufender evaluieren. Wir haben auch gesehen, dass die noch amtierende Bundesregierung ja einen sehr schlechten Überblick über etwa die Frage hat, wer ist genau geimpft, wie hoch ist die Zahl der Geimpften tatsächlich. Die Meldeketten, die Informationen sind nicht geschlossen. Gab es einen vielstimmigen Chor, der nicht eindeutig genug war für die Politik zum Handeln? Also aus meiner Sicht war schon sehr eindeutig die Stimmung, wir müssen mehr impfen, wir impfen in Deutschland nicht genug, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um mehr zu impfen, wir müssen mehr aufklären. Wir waren da alle sehr engagiert, bei den Pflegeverbänden, bei den Migrationsverbänden habe ich zum Beispiel jetzt wirklich mich dafür eingesetzt, dass Verständnis kommt. Und das war über den Sommer hinweg. Und ein beratendes Gremium gibt es ja schon. Ich meine, das Robert-Koch-Institut hat ja genau die Aufgabe, das Gesundheitsministerium zu beraten. Die Leopoldina hat, glaube ich, auch die Aufgabe, die Bundesregierung zu beraten, hat auch gesagt. Herr Wissing, die FDP hat ja einfach Freiheit sich auf die Fahnen geschrieben. Deswegen ist es gut, dass wir heute reden. Freiheit war im Sommer das Gefühl, das viele hatten. Weil es war, die Zahlen waren niedrig, man hatte das Gefühl, die Pandemie ist vorbei. Und in dieser Situation hat die FDP auch gesagt, es muss auch irgendwann mal wieder normales Leben gehen. Und viele haben gesagt, ja, sie haben recht. Heute passt diese Freiheit offensichtlich nur noch schlecht zu diesen Zahlen. Und trotzdem lassen sie heute Nacht diese Notlage auslaufen. Ab Mitternacht kann man keinen Lockdown mehr bundesweit verhängen. Ist das so, dass sie lieber bei einer einmal getroffenen politischen Entscheidung bleiben, sich nicht revidieren und im Zweifel dafür Menschenleben riskieren? Nein, das ist abwegig. Die FDP appelliert immer wieder daran, ernst zu nehmen, dass wir in einem freiheitlichen Rechtsstaat leben. Und die Freiheitsrechte gelten immer, auch während einer Pandemie. Mhm. Und sie müssen auch in einer Pandemie beachtet werden. Ansonsten verlieren wir das, was uns so wichtig ist, rechtsstaatliches Handeln. Richtig. Und deswegen ist es wichtig, dass man vorsichtig bleibt. Ich persönlich zum Beispiel, auch meine Partei hat mit viel Kritik begleitet, dass die Bundesregierung die Tests abgeschafft hat. Die kostenlosen Schnelltests. Ja, die waren ja ein wichtiges Instrument, um Informationen über das Infektionsgeschehen zu haben. Das war leichtfertig. Aber wir redeten wie gegen eine Wand. Das musste abgeschafft werden. Warum, weiß ich bis heute nicht. Man hat wenig Geld eingespart dadurch, aber sehr viele Informationen verloren. Und eine präzise Beobachtung der Pandemie ist ja nun auch aus wissenschaftlicher Sicht dringend erforderlich. Aber hätten Sie dann die Notlage nicht auslaufen lassen, wenn Sie präzise Zahlen gehabt hätten? Die Frage der epidemischen Notlage ist ja keine Frage, wie man eine Pandemie bekämpft, sondern es ist eine verfassungsrechtliche Frage. Es geht letztlich darum, sollen die Maßnahmen auf der Grundlage einer Rechtsverordnung oder im Rahmen eines Gesetzes getroffen werden? Das ist für die
Pandemiebekämpfung letztlich egal, aber spielt bei der Frage, ob die Maßnahmen denn vor Gericht standhalten, eine große Rolle. Und das, was die FDP auf den Weg gebracht hat, ist nicht mehr, nicht weniger als Pandemiebekämpfung rechtssicher zu gestalten. Und das, glaube ich, ist in einem Rechtsstaat eine vornehme Aufgabe. Wir kommen auf die Maßnahmen, aber erstmal muss ich mit Ihnen, Professor Protzer, doch eine Sache noch mal klären. In Israel, habe ich jetzt gelernt, gilt jemand, der vor sechs Monaten zum zweiten Mal geimpft wurde, als nicht mehr geimpft, weil Israel sehr viel schneller offensichtlich als Deutschland erkannt hat, dass die Wirkung der Impfung dann doch so stark nachlässt. Haben wir da eine Lernkurve zu langsam gemacht in Deutschland, weil wir sonst einfach viel früher mit den Boostern angefangen hätten? Muss man selbstkritisch sagen, ja. Wir hatten die Daten genauso. Die Charité hat sie erhoben, wir haben sie in München erhoben. Wir haben gesehen, nach 5 Monaten lässt der Impferfolg deutlich nach. Und übrigens auch der Effekt, wenn man genesen ist. Das ist ja schon in die STIKO-Empfehlung eingeflossen, dass man dann nach 6 Monaten eben einmal impfen soll, um das wieder aufzufrischen. Und wir haben die Daten in Israel beobachtet, wir haben sie auch kommentiert, aber wir haben sie nicht früh genug genutzt. Und was, glaube ich, ein großer Fehler war, wir haben versäumt, die Impfkapazitäten aufrechtzuerhalten. Das fällt uns ja jetzt auf die Füße. Wenn man diese langen Schlangen sieht in Hamburg und überall, heißt das ja, wir haben einfach nicht mehr genug Kapazität, das zu tun, was wir im Mai, Juni sehr erfolgreich gemacht haben, nämlich 1 bis maximal sogar 1,5 Millionen Menschen pro Tag zu impfen. Jetzt haben wir uns mal langsam hochgearbeitet von 200.000 auf 300.000 auf 350.000. Aber das reicht nicht. Das geht einfach viel zu langsam, weil jetzt ja auch die große Menge kommt, die im Mai, Juni, also vor diesen 6 Monaten eben zweitgeimpft wurde. Also man hat noch einen großen Anteil an Menschen, die noch gar nicht geimpft sind und eben einen noch größeren an solchen, die zum dritten Mal geimpft werden müssen. Und dann habe ich noch etwas Beunruhigendes bei Ihnen gelesen. Sie, im Prinzip haben wir gesagt, früher mal, wenn wir 70% der Gesamtbevölkerung geimpft haben, dann sind wir schon sehr viel sicherer. Jetzt hat Bremen 80% und ist noch nicht so viel sicherer. Und ich habe heute gelesen als Überschrift, ganz plakativ, 90 ist die neue 70. Was ist das denn? Das ist diese neue Delta-Variante, die einfach viel ansteckender ist. Das heißt, früher war es so, dass ein Mensch, der sich infiziert hatte, mit dem ursprünglichen Virus 2 bis 3 Menschen infiziert hat. Dann kam die Alpha-Variante, die sogenannte UK-Variante. Da war das dann ein bisschen mehr. Und mit der Delta-Variante sind wir bei fast 8. Das heißt, die Impfquote oder die Quote, die wir brauchen, an Menschen, die immun sind, die muss einfach immer höher werden, damit diese Pandemie sich selber limitiert. Und da ist es tatsächlich so, wenn anfangs 70% gereicht haben, braucht man jetzt 90%. Und das ist viel. Da zählen natürlich die Geimpften und die Genesenen dazu, aber das ist trotzdem viel. Und wir haben eine Situation, 50.000 Infizierte täglich, heute sind es 66.000, die Todesfälle nähern sich den 100.000, je nach Zählung sind sie schon drüber, 99.768, die 7-Tage-Inzidenz bei 400. Aus Ihrer Sicht, kriegt man das mit den beschlossenen Maßnahmen, die jetzt die Ampel auf den Weg gebracht hat, runter, also 2G? 2G plus, 3G, was seit heute gilt, auch im öffentlichen Verkehr. Glauben Sie, das wird reichen, um diese Welle zu brechen und die Kliniken zu entlasten? Kurzfristig, langfristig sind es die Impfungen, die uns helfen. Überhaupt keine Frage. Die Erstimpfungen, Zweitimpfungen mehr noch als die Drittimpfungen. Also ich muss rechnerisch 2 bis 3 Personen drittimpfen, um den gleichen Effekt aufs Pandemiegeschehen zu haben wie eine neue Erstimpfung. Also da nochmal wirklich Werbung zu machen, auf die Menschen zuzugehen, ist sicher das Essentielle. Aber wenn man jetzt mal rechnet, bis ich geimpft bin und einen vollen Impfschutz habe, sind halt 6 Wochen vergangen. Wenn ich jetzt anfange, dann bin ich im Januar. Und die Zeit müssen wir überbrücken, denn in der Zeit sind halt die Kliniken maximal belastet. Haben wir gerade gehört. Hier sitzt die neue Regierung. Die wird im Dezember, erste Dezemberwoche, dann im Amt sein. Was sagen Sie denen, was müssen die jetzt machen? Alle Register ziehen, die wir haben. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Gehört denn Lockdown auch dazu? Geschäftsschließungen zum Beispiel? Ich würde nicht ausschließen, dass man einen Lockdown braucht, dass man Geschäftsschließungen braucht. Man muss sicherlich erstmal die vielleicht milderen Maßnahmen versuchen. Und ich glaube, wir müssen alles versuchen, irgendwo die Schulen auch offen halten zu können, weil die Kinder natürlich sehr darunter leiden, wenn wir die Schulen schließen. Aber
Ob die Maßnahmen mit 2G, 3G plus jetzt wirklich ausreichen, ich weiß es nicht. Wir sollten uns wirklich daran erinnern, dass es auch diese ganz einfachen Maßnahmen gibt wie Maskenpflicht. Ja, die Masken halten 93% je nach Situation der Infektionen ab. Und ich persönlich, ich bekomme immer Bauchschmerzen, wenn ich sehe, wir haben Fußballstadien in beiden Bundesligen jedes Wochenende voll und da sitzen massenhaft Menschen eng beieinander und die tragen keine Maske. Und wir haben gelernt in Wimbledon beim Halbfinale, wie viele Menschen sich bei einem solchen Spiel anstecken können, in erster, in zweiter Reihe. Das waren bei 35.000 Zuschauern über 5.000. Und wenn man das mal 18 in Deutschland nehmen, jedes Wochenende zur Bundesliga, das macht einem echt Bauchschmerzen, wenn man diese Zahlen sieht. Herr Wissing, Masken sind ja noch im Maßnahmenpaket drin. Der Lockdown ist ausgeschlossen. Die Geschäftsschließungen sind ausgeschlossen. Reisebeschränkungen sind ausgeschlossen. Alles ab heute Mitternacht. Tatsächlich auch noch mal die Frage, wenn Sie jetzt diesen Krisenstab etablieren, der kommt ja auch dann erst im Dezember. Wann glauben Sie, dass Sie bei dieser Linie bleiben können oder ist die Freiheit, die Sie schützen wollen, dann nicht auch die Freiheit der Gesunden? Zunächst einmal haben wir eine verfassungskonforme Rechtsgrundlage geschaffen, um handeln zu können. Sie sind Jurist, ich weiß, Sie kommen immer auf die Juristerei. Ja, aber letztlich geht es darum. Lebensrettung. Klar, aber Frau Maischberger, ja. Wir können das Grundgesetz nicht beiseite legen, weil wir sagen, wir haben ein Virus und jetzt gilt die Verfassung nicht mehr. Und wir haben ja auch gesehen, dass viele Maßnahmen, die beispielsweise Herr Söder laut in die Welt gerufen hat, von den Gerichten kassiert worden sind. Und eine Regierung rühmt sich auch nicht oder gibt kein gutes Bild ab, wenn sie verfassungswidrig in die Freiheitsrechte der Bürger eingreift. Das Beherbergungsverbot, was sich Herr Söder so gewünscht hat, ist ja ein schönes Beispiel für verfassungswidrige Politik. Und deswegen sagen wir ganz klar, es muss verfassungskonform sein. Aber dann werden wir auch alle Möglichkeiten nutzen in diesem Rahmen, um dieses Virus zu bekämpfen. Deswegen auch den von künftigen Bundeskanzler Olaf Schmidt angekündigten Expertenrat oder dieser Krisenstab. In 2 Wochen, wie gesagt, dann. Ja, wir regieren noch nicht. Ja, ich weiß. Die Verantwortung für die jetzige Situation, ich möchte nicht mit Finger auf andere zeigen, aber die Verantwortung für die jetzige Situation trägt ja die Vorgängerregierung. Das stimmt, aber ab heute Nacht haben Sie insofern eine Mitverantwortung, weil die epidemische Notlage ausläuft. Und Sie wurden ja gebeten von der Kanzlerin, ich glaube gestern noch, das nicht zu machen, damit man eben eines der schärfsten Schwerter, nämlich den Lockdown, den keiner mag. Und ich glaube, auch Frau Potzer würde sagen, die psychologischen Schäden sind mindestens... Also Frau Maischberger, wir müssen doch mal sehen. Noch haben die Länder zusätzliche Möglichkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz, die sie noch gar nicht ausgeschöpft haben. Die Länder sind jederzeit in der Lage, zusätzliche Maßnahmen anzuordnen. Ich befürworte sehr, das zu tun, wenn vor Ort das Infektionsgeschehen das erfordert. Geschäfte schließen flächendeckend geht nicht mehr. Es gibt viele Möglichkeiten, die man zusätzlich ergreifen kann. Und selbstverständlich, weil Sie die Frage gestellt haben, sind wir auch jederzeit in der Lage und auch bereit dazu, im Rahmen unserer Gesetzgebungskompetenz auf Bundesebene nachzusteuern, wenn das erforderlich ist. Das heißt, Entschuldigung, um das zu verstehen, wenn Sie dann im Amt sind, ab Anfang Dezember, kann es sein, dass Sie dann nochmal dann mit den Parteien, mit der Mehrheit im Bundestag sagen, so, es kommt doch noch ein... Wir haben ja heute schon eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, ja. Die 3 Koalitionspartner oder künftigen Koalitionspartner, und wir sind jederzeit in der Lage, kurzfristig gesetzgeberisch nachzusteuern. Dazu sind wir auch bereit. Wir haben gegenwärtig zum Beispiel Expertenrunden laufen in den Fraktionen, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, wie weit können wir verfassungsrechtlich gehen. Christian Lindner hat heute angekündigt, er ist bereit, eine Impfpflicht verfassungsrechtlich genau prüfen zu lassen, um auch dieses Instrument in der Hinterhand zu haben, wenn es denn erforderlich ist. Wir wissen aber auch, und das haben Sie zu Recht gesagt, das ist auch nachvollziehbar, dass das ein Instrument ist, das uns kurzfristig gar nicht hilft. Die fünfte Welle, sagt Herr Kretschmann. Es ist eher ein Instrument, glaube ich, für den Winter 2022, aber auch das muss man ernst nehmen, als für den Dezember 2021, wo wir jetzt in der akuten Notsituation sind. Und deswegen sollten wir doch jetzt die Möglichkeiten, die wir haben, ergreifen und nicht Diskussionen führen, die sich um was ganz anderes drehen. Und nochmal, die Bekämpfung der Pandemie mit einer Maßnahme ist gleich wirksam, egal ob sie auf der Grundlage einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes erfolgt. Das habe ich schon verstanden. Es ist nur verfassungsrechtlich ein Unterschied. Nein, mit Verlaub, das stimmt insofern nicht, dass ein Stück der Maßnahmen, die in diesem Katalog drin waren, nicht mehr drin sind. Das muss man einfach konstatieren. Weil wir sie für verfassungswidrig halten. So, bisher ist die Ausgangssperre von Herrn Söder in Bayern kassiert worden von Gerichten, aber nicht die Lockdowns im Großen und Ganzen. Deswegen frage ich Sie nochmal, glauben Sie, Sie können, also die Menschen planen ja jetzt ihr Weihnachtsfest. Weihnachten ist in 4 Wochen. Glauben Sie, Sie können den Menschen heute sagen, Sie können ihr Fest planen, Sie können sich mit der Familie treffen, Sie müssen keine Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen in der Familie befürchten?
Frau Maischberger, das ist das Ziel. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass dieses Virus in seiner Entwicklung für uns als Politiker nicht vorhersehbar ist. Und deswegen müssen wir einen breiten Instrumentenkasten haben, so wie wir das jetzt im Bundestag im Infektionsschutzgesetz beschlossen haben. Und ich kann nur an die Länder appellieren, von diesem Instrumentenkasten Gebrauch zu machen. Da geht noch viel mehr, als im Augenblick angeordnet ist. Und es ist auch schwer, ein Gericht davon zu überzeugen, immer schwerere Grundrechtseingriffe im Gesetz anzuordnen, wenn die heute schon möglichen nicht gar nicht ausgeschöpft sind. Und deswegen sollten wir jetzt so vorgehen, dass wir dieses Gremium schnell einrichten, täglich evaluieren. Wir brauchen präzise Zahlen über das Infektionsgeschehen, über die Auslastung der Intensivbetten. Und wir müssen täglich diese Lage beurteilen. Das muss ein Krisenstab machen, dass es den noch nicht gibt, wundert mich auch. Er wird jetzt zum Glück kommen. Und das wird der Politik auch helfen, präziser zu sein in den Aussagen. Sie klingen wie ein Jurist, Sie sind Jurist. Warum werden Sie nicht Justizminister, sondern Verkehr und Digitales? Der Nachfolger von Andi Scheuer, um Herrn Lobo noch mal eine Frage. Das ist der Vorschlag meiner Partei, dass ich dieses Amt übernehme. Das wird entschieden auf einem Parteitag am 5. Dezember. Das sind große Aufgaben. Mobilität ist eine der wichtigen Zukunftsaufgaben. Und Digitalisierung auch. Auch die Digitalisierung. Sie sind jetzt dann der Herr der Funklöcher. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das muss man sagen, da ist was, da ist viel Arbeit, die auf Sie kommt. Aber mein Anspruch ist, die Funklöcher zu schließen. Ich habe eine private Sache über persönliche Sachen über Sie gelesen. Es fällt Ihnen schwer, anderen das Du anzubieten. Ich habe heute eine Koalition gesehen, eine neue, die so herzlich miteinander umgeht. Sagen Sie jetzt zu Annalena und Robert auch schon Du? Ja, mir fällt das auch gar nicht schwer. Man sagt mir das immer nach, mir würde das schwerfallen. Ich bin Pfälzer, bei uns darf man eigentlich jeden duzen. Das darf man gar nicht zurückweisen. Ganz im Gegenteil. Ne? Und das ist eine freundliche Form des Sie. Wir haben heute viel über diese Koalition geredet, die sich auf dem Weg macht, auch über die Frage, 4 Jahre wird sie halten. Die Handschrift der FDP ist da drinnen, die Handschrift der Grünen dominiert. Wie würden Sie das sehen? Ach, ich habe so einen Blick nicht auf den Koalitionsvertrag. Ich habe immer verhandelt mit dem Ziel, die Probleme für das Land zu lösen. Ich habe die Menschen im Blick und nicht, wer hat als Partei die Nase vorn. Ich glaube, so kann man eine Koalition nicht erfolgreich gestalten. Am Ende, und das habe ich von Anfang an gesagt, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu Gewinnern werden. Und in diesem Sinne, finde ich, ist der Koalitionsvertrag sehr gut gelungen. Und dass Sie diesen Winter gesund überstehen, muss man einfach sagen, an diesem Tag heute. Und wir wünschen Ihnen eine glückliche Hand, auch mit dem Auslaufen dieser pandemischen Lage, dass Sie da richtig liegen. Frau Protzer, haben Sie einen Wunsch für Gesundheitsministerium? Ist noch offen, mag keiner oder geht nicht? Ich habe einen Wunsch ans Digitalministerium. Wenn Sie nicht versuchen, mal die Datenübertragung zu verbessern. Also es ist tatsächlich doch noch so, dass die Krankenhäuser per Fax ans Gesundheitsamt lokal melden und das schickt dann irgendwie die Daten ans Robert-Koch-Institut. Das wäre doch mal eine Aufgabe, dass wir das vielleicht komplett digitalisieren und da einfach schnell und tagesaktuell sind. Das ist ein Schlusswort. Wissing übernehmen Sie. Herzlichen Dank, Volker Wissing war zu Gast und herzlichen Dank, Professor Ulrike Protzer.